Die Zeit vergeht wie im Fluge. Kaum sind die neuen Xbox-Konsolen in Form von Xbox Series X und Xbox Series S auf dem Markt und schon ist ein Jahr vergangen. Grund genug für mich, nun mal auf das vergangene Jahr zu schauen. In diesem Video speziell mit dem Blick auf die Xbox Series X und meinen gemachten Erfahrungen mit der Top-Konsole von Microsoft. Ja, und damit grüße ich euch zu einem neuen Tech-Opinion-Video hier auf meinem Kanal. Wie der sehr große Teil meiner Videos ist auch dieses Video hier komplett selbstfinanziert und da habe ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet und einen kleinen oder großen Kommentar hinterlasst. Es ist absolut kostenlos, unterstützt meinen Kanal ungeahnt, sodass auch in Zukunft solche Videos wie dieses hier realisiert werden können. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Vor gut einem Jahr haben wir uns die Xbox Series X hier auf meinem Kanal in drei großen Videos angeschaut. Und dies vor allem in einem großen Technik-Review-Video. In jenem habe ich die Konsole kleinlich auf ihre technischen Eigenschaften geprüft und mir das Gesamtpaket angeschaut. In dem damaligen Review-Video war ich der Meinung, dass die Xbox Series X eine äußerst ausgereifte Konsole ist und sie vor allem sehr viel Potenzial auf der technischen Seite bietet. Ich mir aber eher Sorgen um die Spielesituation mache. Ich denke, das ist eine gute Ausgangsbasis, um zu schauen, ob ich mit meiner Diagnose der Technik und Spielaussicht richtig gelegen habe. Beginnen wir mit der technischen Seite. Das Thema Xbox begleitet mich effektiv seit der ersten Generation der amerikanischen Daddelautomaten. Gespannt habe ich die technische Entwicklung verfolgt und mich an einer Xbox 360 erfreut. Nach dem eher durchwachsenen Technikstart der Xbox One, welcher dann mit der Xbox One X ein wenig gerettet wurde, war ich doch recht gespannt, wie sich die neuen Xbox Series Konsolen, insbesondere die Xbox Series X zum Start schlagen wird. Und ich muss sagen, jetzt auch ein Jahr später bin ich weiterhin unfassbar beeindruckt von der reinen Leistungsfähigkeit der Xbox Series X in Kombination mit ihrem souveränen und fast schon arroganten Auftreten. Wie meine ich das? Ich denke, wenn ich sage, dass ich nach gut 8 Stunden Far Cry 6 durchziehen nicht ein kleines Lüfterrauschen wahrnehmen konnte, die Konsole aber ein grafisches Feuerwerk auf meinen LG OLED TV abliefert, welches Gänsehaut beschert, ist das schon ein Statement. Egal wie aufwendig das Spiel ist, die Konsole bleibt immer schön kühl und leise. Eine Eigenschaft, welche ich an der Xbox Series X über das gesamte Jahr hinweg lieben gelernt habe. Auch bei Spielen wie dem neuen Flugsimulator, welcher auf der Xbox Series X wirklich unfassbar schmackhaft aussieht und sich hinter der PC-Version nicht verstecken muss, rechnet die Xbox Series X leise und kühl dahin. Von dem neuen Forza Horizon 5 will ich erst gar nicht sprechen, das sieht auf der Xbox Series X zum Niederknien aus, sei es im Quality oder im Performance Mode. Aus dieser Sicht kann ich Microsoft nur loben. Technisch gesehen ist die Xbox Series X wohl die ausgereifteste Xbox, die je auf den Markt gekommen ist. Was das Gesamterlebnis der Xbox Series X abrundet, sind die Ladezeiten, welche teilweise non-existent sind oder so kurz sind, dass es Hunger nach mehr macht. Hunger nach mehr macht auch das kürzlich eingeführte Dolby Vision Gaming, welches wir hier auf meinem Kanal ja schon sehr ausführlich behandelt haben, vor allem in Bezug auf die neuen LG OLED TVs. Dolby Vision Gaming ist für mich der nächste technische Meilenstein der neuen Xbox Series Konsolen, welcher den Mehrwert klar definiert, sei es nun in 60 oder 120 Hertz. Spiele wie Gears 5 oder gar der neue Flugsimulator sehen einfach atemberaubend in Dolby Vision aus. Aber auch in Dolby Vision konvertierte Spiele profitieren von der besseren HDR-Technik. So Far Cry 6, welches von Haus aus eigentlich nur HDR 10 unterstützt, erntet ein besseres visuelles Ergebnis dank Dolby Vision. Nun, dass ich die Xbox Series X technisch durchaus gelungen finde, sollte, denke ich, jetzt mal klar sein. Dennoch gibt es da ein bis zwei Dinge, welche mich ein wenig ungemütlich stimmen. So finde ich zum einen das Blu-ray-Laufwerk weiterhin eher suboptimal. Die Lautstärke des Laufwerks ist stets erhaben und dies vor allem bei einer Filmwiedergabe. Aber auch die ungesund klingende Laufwerksmechanik lässt mich jedes Mal erschaudern. Und dies bei beiden Xbox Series X Konsolen, welche mir zur Verfügung stehen. Auch die Preisgestaltung der Extension Packs, womit sich der interne Speicher der Xbox Series Konsolen aufrüsten lässt, ist eher einer Rechennatur. Ich meine, ca. 220 Euro für 1 Terabyte ist schon fast Apple-like. Gut, dafür ist natürlich das Installieren der Speichererweiterung denkbar einfach. Im Gegensatz zur PlayStation 5, wo ein Schraubendreher vonnöten ist, dafür ist dort die Speichererweiterung weitaus günstiger um bis zu 50%. Okay, jetzt haben wir uns genügend mit der Technik beschäftigt, werfen wir nun einen Blick auf die Spiele. Und da muss ich sagen, dass ich durchaus positiv überrascht bin. Microsoft scheint hier wohl auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn ich mich so an den letzten großen Xbox Showcase vom Sommer 2021 zurückerinnere, dann habe ich schon ein kleines Grinsen im Gesicht. Warum? Die Antwort lautet: Top Games im Game Pass und dies zum Release. Bestes Beispiel ist hier Forza Horizon 5, das Vorzeige-Xbox-Spiel schlechthin, erschien direkt zur Veröffentlichung im Game Pass. Aber auch Games wie das neue Halo Infinite sind ab Release im Game Pass verfügbar. Dies ist eine Sache, welche durchaus sehenswert ist,
ist und auch vor allem angenehm, wenn ich bedenke, dass ich das neue Forza bereits gut 2 Wochen vor Release über den Game Pass auf meine Xbox laden konnte, sodass ich dann an Tag X gleich loszocken kann, ist das einfach herrlich. Aber auch schön finde ich, dass viele Dritthersteller die Lunte Game Pass gerochen haben und ihre Spiele zum Release in den Game Pass befördern. So zum Beispiel das neue Stalker, welches 2022 seinen Weg auf die Xbox findet. Dabei finde ich generell die Auswahl der Spiele, welche sich im Game Pass befinden, äußerst angenehm. Hier ist für jeden etwas dabei und ich hoffe einfach, dass Microsoft da am Ball bleibt und weitere und vor allem exklusive Titel auf die Xbox bringt. Wenn ja, dann mache ich mir jetzt bezüglich der Spielesituation keine Sorgen mehr, dass die Xbox Series Konsolen da Probleme haben werden. Eher im Gegenteil. Okay, bevor wir dieses Video mit einem runden Fazit abschließen, müssen wir noch über einen großen Elefanten im Raum sprechen, und zwar über das Thema Verfügbarkeit. Eine Xbox Series X zum Normalpreis zu bekommen, ist zurzeit alles andere als einfach. Als ich mich entschieden habe, mir eine weitere Xbox Series X für mein neues Studio zu kaufen, sodass ich meine andere Series X nicht ständig kilometerweit transportieren muss, war dies schon eine Mammutaufgabe. Entschieden hatte ich mich im Juni 2021, bekommen habe ich eine im September 2021. Dies dank der wirklich zuverlässigen Benachrichtigungsbots, welche auf Twitter und beim Forum zur Verfügung stehen. Jene droppen sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Xbox Series X bei den einschlägigen Elektronikhändlern zur Verfügung steht. So habe ich meine zweite Series X dann bei Saturn recht entspannt bestellen können. Generell sehe ich die Lage der Verfügbarkeit als sehr schwierig an und gehe auch schwer davon aus, dass sich dies im Jahr 2022 nicht ändern wird. Traurig finde ich nur, dass es Leute gibt, die eine Konsole abstauben, nur um sie dann mit frechem Aufschlag auf eBay und Co. zu verscherbeln. Ein Gewissen sollte man schon haben, ich könnte zum Beispiel damit nicht ruhig schlafen. Ich drücke euch allen auf jeden Fall die Daumen, wenn ihr noch auf der Suche seid, dass ihr eine Xbox Series X ergattern könnt. Ich habe euch die Benachrichtigungsbots unten in der Videobeschreibung verlinkt. Fazit: Die Xbox Series X hat mich, jetzt ein Jahr später, weiterhin davon überzeugt, dass es möglich ist, eine fundamental ausgereifte Konsole auf den Markt zu bringen, welche vor allem auf der technischen Seite klar potent ist. Aber auch hat mich die Series X von dem Game Pass mehr als überzeugen können und ist für mich aus meinem Gaming-Alltag nicht mehr wegzudenken, auch wenn ich weiter ein kleiner Retail-Sammler bin. Aber für Spiele, die ich gerne mal spielen würde, ich mir aber nie ins Regal stellen würde oder erst nach einem Preisfall, ist der Game Pass einfach perfekt. Die Xbox Series X hat weiterhin das Potenzial, das Rennen der Konsolen zu gewinnen und vor allem die Gunst der Spieler. Ich hoffe einfach, dass Microsoft da weiterhin die Spielsituation ausbaut und diese mächtige Konsole weiter mit Software füttert und füttern lässt. Aus der technischen Sicht hat sie für mich bereits seit Tag 1 gewonnen und jetzt mit dem Support für Dolby Vision Gaming sowieso. Ihr könnt ja jetzt mal eure Meinung und Ansichten zu eurer Xbox Series X in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt, welche Erfahrungen ihr so gesammelt habt und vor allem, wie ihr die Zukunft der Konsole beurteilt. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich nun aus diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das Thema Spielkonsolen werden wir immer mal wieder hier auf meinem Kanal behandeln. Also wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und vor allem die Glocke nicht vergessen. Denn nur so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch nun weiterhin viel Spaß mit eurer Xbox und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!